Dorf im Süden von Myanmar, dem einstigen Birma. Eine Mutter bangt um das Leben ihres Sohnes. Der zweijährige Zaya hat eine akute Lungenentzündung. Der Kleine bekommt fast keine Luft. Mein Sohn ist ganz heiß und hat Fieber. Er kann nichts essen und nichts bei sich behalten. Ich habe große Angst um ihn. Jedes Jahr sterben in Myanmar tausende Kinder an Lungenentzündung. Keiner anderen Krankheit fallen so viele Mädchen und Jungen zum Opfer. Um Kindern wie Zaya zu helfen, engagiert sich Begum Inara Aga Khan seit Jahren in Myanmar. Die Prinzessin kennt die Not, vor allem in den Dörfern. Hier herrscht Hunger, es gibt kein fließend Wasser, keinen Strom, keine sanitären Anlagen. Durch die mangelnden Umstände ist das Immunsystem der Kinder sehr stark geschwächt und darum bekommen sie sehr leicht Lungenentzündung. In diesem öffentlichen Krankenhaus wird sichtbar, warum vielen an Lungenentzündung erkrankten Kindern in Myanmar nicht geholfen werden kann. Wenn ich diese kleinen, schwachen Kinder auf diesen dreckigen Matratzen sehe, in Räumen ohne jegliche Hygiene, dann bricht es mir das Herz. Und ich denke bei mir, welche Mutter in Deutschland würde es ertragen, ihr eigenes Kind unter solchen Umständen in einem Krankenhaus zu sehen? Das Krankenhaus versorgt eine Region mit 200 Dörfern. Doch schwer kranke Patienten können nicht eingeliefert werden. Es gibt keinen Krankenwagen und kaum Medikamente. Der Chefarzt ist hilflos. Wir brauchen so vieles. Wir benötigen neue Krankenbetten. Wir können Kinder mit Lungenentzündung nicht richtig untersuchen, denn wir haben keine medizinischen Geräte. Nicht einmal ein Röntgengerät. Inara Aga Khan hat mit Ein Herz für Kinder und der US-Hilfsorganisation PSI ein Programm gegen Lungenentzündung gestartet. Nicht große Krankenhäuser, sondern kleine Arztpraxen werden mit Medikamenten versorgt. In weiten Teilen des Landes werden mehr als 1000 Ärzte unterstützt und geschult. Diese Ärzte erkennen allein am Atmen der Kinder die Symptome der Lungenentzündung und können die lebenswichtigen Medikamente sofort verschreiben und verabreichen. Durch das neue Hilfsprogramm kann auch die Mutter des kleinen Zaya wieder hoffen. In der Nähe ihres Dorfes gibt es nun einen Arzt, der den Jungen retten und behandeln kann. Nur einen symbolischen Betrag muss Zayas Mutter für diese Hilfe bezahlen. Dieser Junge ist ein typischer Fall, wie ich ihn jeden Tag erlebe. Ich kann diesem Jungen helfen. Er bekommt Medikamente. Ohne diese Medizin jedoch würde er nicht überleben. Innerhalb von 5 Tagen kann ein lungenkrankes Kind geheilt werden. Die meisten Behandlungskosten von nur 1 Euro deckt das Hilfsprogramm. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unterstützt Begum Inara Aga Khan in ihrem Einsatz für die kranken Kinder von Myanmar. Wir sind kein reiches Land. Wir sind, wenn man so will, 50 Jahre lang falsch regiert worden. Und das Ergebnis ist, dass unser Gesundheitssystem so rückständig ist. Wir brauchen Hilfe. Ein Herz für Kinder will mit PSI und der Princess Inara Foundation die Lungenentzündung in Myanmar bekämpfen. Mit ihrer Spende. Bitte helfen Sie uns, Leben zu retten. Bitte helfen Sie den Kindern von Birma. Dankeschön.